Solange sie zappeln, sind es miese Sprossen. Okay, wir müssen die Schlangen da jetzt also irgendwie reinstopfen. Harnflöte, Laute, Triangel. Hier muss abends die Post abgegangen sein. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich tue. Okay. Ja. Ich muss sagen, die Musik ist aber cool. Also es passt zu den Blumen hier. Nicht bewegen. Brave Schlangen. Gleich könnt ihr euch wieder nach Herzenslust winden. Aber erst, wenn ich oben bin. Ich kann doch da jetzt die Schlange nicht so reinstopfen, Mensch. Na gut, schnell eigentlich auf. Sind es ja auch nur Sprossen. Tada! Ja. Dahinter geht's den höchsten Berg hinauf. Wenn ich richtig liege, ist das die Stelle, von wo aus der Abgrund nicht tiefer sein kann. Klingt logisch. Mehr sehen wir hier aber nicht. Kaum zu glauben, wie das zieht. Da kann man sich ja den Tod holen. Gleich noch ein bisschen weiter aufmachen. Zumachen. Hier sind überall Löcher und Risse. Macht da dieses Fenster wirklich noch den Unterschied? Können wir hier oben sonst noch irgendwas tun? Nee. Jemand anderes könnte sich damit vielleicht auf die Plattform schwingen. Gut. Soll heißen, wir nicht. Ich mag die Musik. Schade. Oh Gott, mein Schädel brummt. Oh. Wieso hab ich so einen mordsmäßigen Krater? Kater. Was zum... Was stand nochmal in der Botschaft? Vom Camp aus am Krater vorbei. Janus kann nicht mehr weit sein. Mir fällt gerade auf Anhieb etwas ins Auge. Ist das hier gesichtsförmiger Stein? Ist das einer von den Steinen aus dem ersten Teil? Der Steiner sieht aus wie jemand, den ich mal gekannt habe. Ja. Ja, guck mal, er blinzelt. Nein, doch auch. Doch nicht. Das ist einer von den Steinen. Doch, Stein, das ist er. Vielen. Nein. Was die Erde hier wohl aufgerissen hat. Wie cool. Hat? Eine Blubberblase. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die anpieken sollten, aber ich tue es einfach trotzdem. Oh. Entschuldigung. Wobei, vielleicht auch nicht. Bestimmt giftig. Hm. Das mag einem schon dieser totenschädelähnliche Qualm sagen, der da rauskommt. Guck mal. Hm. Da. Zur Ruine. Da wollen wir jetzt ja nicht hin. Da kommen wir ja gerade her. Hier gibt es aber auch nicht aus dem Krater raus. Sonst gibt es ja auch nichts zu sehen, ne? Ach da, die Lavafontäne. Verbrennungsgefahr. Und hier hängt noch was. Eine Vogelpfeife. Was ist das für eine Pfeife? Du bist eine Pfeife. Eine Pfeife halt. Hey, Horus. Dann ist das Janus' Vogelpfeife. Mein treuer Freund. Hey, Giftkrähe! Er mag uns halt nicht. So. Wir könnten zu Rini, aber das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht. Ich will erstmal weitergehen. Warum sollten wir jetzt rüberspringen, wenn wir hier noch gar nicht alles erkundet haben?
Oh oh. Ich glaube, weitergehen ist keine gute Idee. Aber die einzige Option, außer zurückziehen, die wir gerade haben. Ganz bestimmt nicht. Okay. Ganz bestimmt nicht. Da wird gewispert. Dann gehen wir zurück. Können wir denn hier jetzt noch irgendwas machen? Sobald der Ladebildschirm vorbei ist. Haben wir da vielleicht was übersehen? Verdammt! Rini! Irgendwas ist passiert! Ich muss zurück! Hä? Woher will er denn wissen, dass das mit seiner kleinen Schwester zu tun hat? Das kann auch irgendwas sein. Wobei das Chaoskind kann natürlich sein, dass es wieder zugeschlagen hat. Noah? Ach, jetzt können wir. Sam? Ja, ein super Aufpasser. Zurück zum Honigbaum. Kommt doch eben bergauf. Ich gucke erstmal, ob ich. Schade, dass hier keine Statue von der Königin steht. Ich würde gerne wissen, wie sie aussieht. Ja. Oh, eine königliche Schatzkiste. Und ich bin die Königin. Genau, grabbeln wir mal in einer fremden Kiste rum. Hey, das Kind kennt einfach keine Grenzen. Ich zeig sie Noah, sobald er zurückkommt. Noah ist toll, aber Sedwick ist sogar noch ein kleines bisschen toller. Hallo, Noah ist dein Bruder. Also Sedwick so gesehen ja auch, aber... Wie schön. Boah. Wir ziehen dran. Ach so, wir müssen dann auch noch selber ziehen. Oh. Was haben wir hier denn noch? Aha, ganz unten haben sie die Pistole versteckt. Oh je. Die sieht gar nicht aus wie eine echte. Ob die überhaupt schießen kann? Kann ich zurück? Ich habe rechte Maustaste, weil ich dachte, damit komme ich vielleicht zurück. Ich wollte das nicht. Ich wollte doch noch mit Spot reden. Aber ich... Was ist passiert? Gar nichts. Fehlalarm. Sie ging ganz von selber los. Oh, Rini, ich habe so einen Schreck gekriegt. Das wollte ich nicht. Hast du wollte ich wirklich gefunden? Nicht? Nein, aber den Krater, den er erwähnt hat, seine Pfeife und sein Vogelsymbol auf einer Tür. Dann warst du auf dem richtigen Weg. Los, wir brechen sofort auf. Aber da war ein Sucher. Den müssen wir aus dem Weg räumen. Ich weiß wie. Wir könnten eine Falle bauen. Ich habe eine bessere Idee. Wieso nicht? Das ließe sich bewerkstelligen. Hallo? Hört ihr mich gar nicht? Verschafft ihr Gehör und zwar laut, zieh Noah am Ärmel. Wir ziehen mal am Ärmel, weil ich finde nichts schlimmer als Kinder, die dann anfangen rumzukreischen und zu lamentieren. Finde ich ganz furchtbar. Wir ziehen dezent am Ärmel. Sucher sehen mich nicht. Das weiß ich ganz genau. Die Sucher sind blind. Sie können gar nichts sehen. Ich meine doch, er nimmt mich nicht wahr. Weißt du nicht mehr, Sam? Natürlich nicht. Du bist ein kleines Mädchen. Genau. Und wir beschützen dich. Aber er hat mich auch nicht gehört. Wir machen ihn auf uns aufmerksam und locken ihn so in den Wald. Da haben wir was vorbereitet. Ein Loch im Boden, das wir abgedeckt haben. Abdecken brauchen wir es gar nicht. Vergiss nicht, dass sie blind sind. Die reden jetzt schon wieder so leise. Aber sie können es vielleicht riechen.
Jetzt können wir auch nicht mehr mit Spot reden. Veränderungen in der Gefügestruktur. Ach, das lasse ich besser. Na gut, dann gehen wir mal bergauf. Die Sucher bemerken mich gar nicht. Genauso wenig wie ihr beiden. Komm, Spot, wir befreien Janus. Ja, Spotty kommt mit. Ist auch besser. Diese Ladebildschirme. Wow. Oh je. Das habe ich ja schon fast wieder vergessen. Wieso ist er angebunden, wenn er doch aus Stein ist? Eine nicht unberechtigte Frage. So, auch mit ihr wühlen wir durch die Laubhaufen. Juhu, Laubhaufen! Und durch den Laubhaufen. Vielleicht finden wir ja jetzt noch was anderes. Das Schönste am Herbst ist das Laub. Hinter dem Waisenhaus war ein ganzes Feld davon. Hoffentlich machen sie nächstes Jahr ein Erdbeerfeld raus. Oh ja, Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren. Hey Pilz, warum wächst du ausgerechnet da? Ich sag's dir ungern, aber du störst. Man weiß es nicht. Das ist Spot, im Prinzip unser Weg rein. So, wir müssen da wahrscheinlich das Wasser abstellen, damit dieser Pilz wieder verschwindet. Okay, sie versucht durchzugucken. Die Schiebetür wird sie wahrscheinlich nicht schieben können. Ich versuche es aber. Siehst du, das ist die Erwachsenentür. Richtig, das ist die Erwachsenentür. So, Spot. Das wird wahrscheinlich nicht so viel bringen, weil das Wasser ja auch die ganze Zeit nachfließt. Hat keinen Sinn. Ich will gerade nur, dass er das Wasser los wird. Kann Spot vielleicht hier drunter und sich dick machen? Gut gemacht, Spotty. Okay, jetzt das Wasser trotz... Okay, aber es fließt nur noch dahin und ich glaube nicht mehr... Ach nee, es fließt hier trotzdem noch rüber. Mop, 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 mop. So, den Fensterladen wird sie ja wohl selber wegnehmen können. Ah, ist das schwer. So, alles, was wir mühevoll aufgebaut haben, ist jetzt wieder weg. So. Dann können wir hier durch. Manchmal ist es gut, klein zu sein. Ja, manchmal schon. So. Was ist denn los, Spot? Am besten hier. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Ach, Spot verträgt die... Ah, er verträgt die Blumen nicht. Denn ist ja gut, dass wir das Wasser abgeschaltet haben. Na gut, sonst wären wir auch gar nicht reingekommen. Was ist denn hier mit der mittleren Schlange los? Die dreht ja völlig durch. Fehlt was? Eine Mandalorine und eine Oboe. Kann ich alle spielen? Das glaube ich irgendwie nicht. So, mal schauen.
Der Blume müssen wir das Licht wieder wegnehmen. Es ist gemein, aber ich habe schon eine Idee. Und zwar können wir vielleicht Spot vor das Fenster klatschen. Aber dafür müssen wir erstmal die hier wegbekommen. Und ich weiß noch nicht so genau wie. Das kriegen wir ja wahrscheinlich nicht hoch. Passen wir da unter... Sowas schaffen nur starke Ritter. Und Spot. Ah, und Spot. Ich habe eine Idee. Moment. Okay, da kommt er dran vorbei. Das ist gut. Das kriegst du bestimmt auf, wetten? Pong, pong. Okay. Komm, Spotty, da krabbeln wir durch. So, trotzdem müssen wir mal gucken, wie wir das da jetzt alles wieder rückgängig bekommen. Mit Spot versuche ich hier erstmal... Tut mir leid, Spotty. Wird nicht lang dauern. Und klatsch. Okay. Jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie... Schau mal, Spot, ich kann fliegen! Oh je. Hoi. Ach so, okay. So geht's. Hurra! Gut, das war ja verhältnismäßig einfach. Aber wir können doch Spot da jetzt nicht hängen lassen. Hä? Wo sind denn die Schlangen hin? Komisch. Jetzt sind da Sprossen, die direkt zur Tür raufführen. Komisch. Danke, liebe Schlangen. So, gucken wir mit ihr auch nochmal aus dem Fenster. Wir sehen aber auch nur die Berge. Das zieht aber. Und uns fällt nur das auf. Das ist natürlich... warum kamen wir jetzt? Wie Spot da hängt. Spotty muss auf jeden Fall mit. Okay, Spotty muss auf jeden Fall mit. Komm, Spotty. Ich nehme das einfach so hin.